Hallo, es geht weiter mit Monster World. Und zwar dieses Mal, für Leute, die nicht gespoilert werden wollen, diesen großen, bösen Monster am Anfang vom Spiel. Also, ja, vorsichtig, wenn ihr davon nichts sehen wollt, dann solltet ihr schnellstmöglich wegklicken. Ich rede hier übrigens nur mit Hunti, warum auch immer hier jetzt reinschauen will, weil der will nicht gespoilert werden, so ein richtiger Kackbuhn, ja? Was soll das eigentlich, Hunti? Ey! Mann! Ey, jetzt muss ich den alleine bekämpfen, ohne dich. Aber ich habe ja den Thermikatz. Okay. So, wahrscheinlich haben die meisten keine Ahnung, wovon ich gerade geredet habe. Ist nicht so schlimm. Müsst ihr nicht. Ich will nur was Gutes essen. Angriff hoch S, nein. Wir hatten hier noch was. Auch Angriff hoch S, oh. Chefkoch, warum nicht? Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir dieses Mal auch den Fisch. Ah, es ist wieder ein Hähnchen. Ich sehe schon. Ja. Mann! Ich hätte gerne es. Ach, egal. Oh ja. Und pow. Oh yeah. Alles klar. Dann reden wir jetzt mit der Wildexpertin. Wow, Partnerin, glaubst du, dass endlich passiert ist? Wir haben ihn über das Meer verfolgt. Er hat unser Schiff zerstört. Wir haben die ganze neue Welt auch nach seinen Spuren abgesucht. Und jetzt wird unsere seltsame Beziehung zum Zora Magdaros einen neuen Höhepunkt erreichen. Wir werden ihn fangen, sprich mir nach. Einen Drachenältesten fangen. Ich sag dir was, als mein Großvater an Bord des Schiffs ging und mit der ersten herkam, meinte er, er sei bereit, seine Mission hier in der neuen Welt abzuschließen oder bei dem Versuch, sein Leben zu lassen. Er hatte seinen Saphir-Stern gefunden, dem er folgte, wie in der Geschichte. Ich frag mich immer, was er bei der Überfahrt dachte. Und der Zora Magdaros meint, Magdaros, meinst du, dass das alte Magma-Hirn überhaupt weiß, warum es hier ist? Oder ist das einfach ein Instinkt? Sorry, da bin ich wohl etwas abgeschweift, ha? Hey, mir ist gerade eingefallen. Du hast mir immer noch nicht erzählt, warum du in die neue Welt gekommen bist. Du bist bestimmt auf der Flucht. Auf der Flucht vor einer tödlichen Gruppe von Millings. Auf Draxmartern. Ist das so, oder? Natürlich. Ja, wie dem auch sei. Die Abwehr der Basis ist solide. Jetzt müssen wir nur diesen Einsatz abschließen. Bist du bereit? Oh ja. Oh ja, ich bin sowas von bereit. Aufgaben. In die Geschichtsbücher eingehen. Oh ja. Bedingungen JR5 oder höher. Ich bin gehypt. Natürlich Gutschein benutzen für eine bessere Belohnung bei dem Drachenältesten. Das hätte ich gerne. Jetzt ist es nur noch der Frage der Zeit, bis die Quest geladen ist. Es ging super schnell, wow. Und los geht's! Oh, ich bin gehypt. Ich bin gehypt. Oh, was wird das für ein Kampf? Wahrscheinlich ziemlich hart gescriptet. Weil es so ein Kampf in mehreren Phasen ist das Ganze, aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Ich muss nur, wie gesagt, mich hin und wieder mal muten, wenn ich husten muss. Mann. Beweg dich! Ah, an die Arbeit! Läuft alles. Wir mussten improvisieren. Aber das ist ein Ja. Ha, da müssen Sie das Flammensiegel fragen. Hier geht's voran. Boss! Kommandant! Oh ja. Gegen morgen sind wir fertig. Versprochen. Easy peasy. Ich verlasse mich drauf. Wenn es soweit ist, weißt du, was zu tun ist. Der Einsatz beginnt bei Tagesanbruch. Da liegt ein langer Tag vor uns. Was, alter Mann? Wir müssen es schaffen, bevor die Sonne weg ist. Das ist der Mond. Das ist unsere Info. Sie sind blau, ich wusste es.
Blau bedeutet Drachenältester. Holy shit! Auf eure Posten! Jetzt! Jo! So rammert daraus. Er ist riesig! Und er hat einen Bart aus Schlabberschleim und Lava! Kanone, Ballisten. Ich hab null Ballistenmunition. Ins Lager zurück. Okay, tschüssi. Lass mal Sachen haben. Hey, Wildexperte, was geht? Wow, toll. Ah, ein Maxi-Trank. Und ein Ziel zu finden. Okay. Es gibt... Ach, hier gibt's... Ballistenmunition. Und super schnell aufgehoben. Holy moly. Und ja gut, das sind Kanonen, die sind... Wir können die aber so schnell bewegen. Wegen unserer Fähigkeit. Kanone laden. Aber wie kann ich die jetzt bewegen? Ich habe nicht aufgepasst. Okay, man trifft. Ich habe mich drauf natürlich verkackt. Dann ist gut. Ach, hier unten geht's auch noch weiter. Okay, los geht's. Nur ein Schuss, ist mir egal. Pow, 150. Okay, schnell alles draufladen. Das ist der Anfang. Wahrscheinlich noch nicht so wichtig. Er hilft uns, sehr gut. Dann schießen wir gleich ein paar Mal. Hey, da kommen fliegende Viecher. Und los geht's. Wow, wow, wow. Nein, du Drecksack, dieser Vogel. Umgehauen. Bewegung. Dann zum Feuern. Ja, jetzt so. Okay. Furz, 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 furz. Ich weiß nicht, wo ich mehr Schaden mache. Weil unten mache ich mehr Schaden. Okay, gut zu wissen. Mehr Munition. Hier unten reinhauen. Da riecht der Damage. Der bleibt einfach nur stehen. Ich hab Angst. Was ist, wenn er sich entscheidet, mal anzugreifen? Letztes Mal sowas von am Arsch. Aber wirklich. Können wir Feuer schießen? Nein. Gibt's hier noch andere Munition? Ja, sehr gut. Bei dieser Munition geht um einige schneller. Hallo, wie geht's? Einfach weiter da rein. Wie nahe er gerade gekommen ist. Direkt mal Schiss. Oh! Schnell, mehr Munition! Ihr fliegende Kackviecher, verpisst euch! Ich will gerne nach oben schauen. Dann kann ich hier nicht hier unten drauf schießen. Da machen wir am meisten Damage. Hallo du. Ich bin gerade fast. Ich habe gerade fast einen Fehler gemacht. Hallo mein Kumpel. Termikat schießt auch. Ja, Mann! Fatz und Fatz! So. Da heißt es jetzt Kanonen, Kugeln, schießen. So, zum Glück können wir ziemlich schnell uns bewegen. Wo sind die Kanonen? Da hinten ist die nächste. Da unten wäre auch noch Munition. Toll. Ah! So ein Drecksack. Ja, ich komme ja schon! Schießen! Bau! Oh oh! Oh oh! Die da hinten ist geladen, da können wir hin. Schnell! Warum kannst du nicht schießen? Los! Bau! Flieg nach hinten! Oh nein! So. Jo, schnell! Nach da unten, das ist gut. Das ist Muni. Der ist direkt bei uns. Oh, oh. Schnell weg mit ihm. Er kommt immer näher. Es ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich frage mich, ob wir One-Hit sind, wenn er uns mal erwischt. Oh, er greift an. Er greift schnell. Oh, er hat mich nicht getroffen. Irgendwie. Ich weiß nicht wie. Oh. Er hat es kaputt gemacht. So ein Drecksack. Ist mir egal, hier unten ist noch eine. Weg damit!
Verzieh dich! Okay, die Hand nimmt nicht so viel Schaden. So, sein Bauch ist aber ziemlich schwach. Los, Pow, 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 Pow! Verzieh dich! Ich kann angreifen! Oh nein. Was vernichtet er jetzt? Was vernichtet er als nächstes? Ich kriege nicht mehr weg. Ich stagge ihn leider nicht. So, wir haben noch 2 Ladungen. Weg mit dir. Der spuckt schon Lava nach unten, ey. Auf den Kopf und den Bauch. Okay. Mach ich doch. Fatz, fatz. So, mal schauen, ob oben wieder mal ein paar Kanonen ready sind. Ist ja nicht schlecht. So. Da hinten sind... Oh, hier muss ich hoch. So, die wollen schon losschießen. Los! Pow, pow, pow! Mach ich die Damage reingehauen. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen uns super beeilen. Bitte mach nicht die Kanone kaputt hier! Attacke! Ihr Drecksäcke! Munition. Mann! Solche Dreckskackvögel. Toll. Diese verschissenen Vögel. Vögel im Videospiel. Niemand mag Vögel im Videospiel. Schrecklich. Gibt's hier noch was? Was Neues? Nein, okay. Gib zerstörte Kanonen und Ballisten auf. Alles klar. Hier ist ja nicht kaputt. Ich kann jetzt noch schießen. Schnell. Bau. Ja, wir haben gestoppt. Hier hinten ist nämlich auch noch eine Kanone anscheinend. Und die ist nicht geladen. Oh. Zeit, die Bestie zu bändigen. Binder fertig machen. Binder, wo? Klettere hoch. Die Binder sind oben auf der Barriere. Okay. Schieße sie mit der Balliste, wenn du so weit bist. Oben auf der Barriere. Irgendwie hier oben wahrscheinlich. Ich komme. Oh Mann. Wow, das ist alles riesig. Endschussbinder. Es ist normaler Schussgedöns. Und sie verschießen. So, wo kann ich den jetzt benutzen? Jetzt. Und. Fatz. Mehr Kanonen! So ein kleiner Popelbinder. Ein paar Seile, als ob das den stoppen würde. So, unsere Tammy Katz hilft auch mit. Tut schön Bomben mit. Im Moment ist es ja noch nicht sehr episch, der Kampf. Aber ein bisschen einfach mal Kanonen schießen! Boom, 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 frat, frat! Aber es ist alles vollkommen okay. Es ist auch erst Stufe 1. Du kannst jetzt wieder essen. Was? Nochmal? Alles klar. So. Tammy Katz holt auch noch eine Bombe. Dann haben wir es gleich geschafft. Da hinten kriegen wir auch noch irgendwie Schleudern. Jetzt voll drauf. Fatz, 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 fatz. Ich weiß gar nicht, wie viel der aushält. Wahrscheinlich viel zu viel. Es ist online auch bestimmt ganz lustig mit mehreren Leuten. Ich frage mich, ob es irgendwann eine Quest geben wird, wo man nicht nur zu viert rein kann, sondern zu 8 oder zu 16. So mega Ultra-Quests. Es ist ja voll heftig geil. Fatz! Schießen! Vor allem so eine Quest wäre dafür ganz cool. Wenn man dann so ein Riesenmonster hat. Tammy Katz boostet uns! Letzte Kanone! Tot! Leider nicht. Oder was heißt leider? Ist ja irgendwie richtig. Öde. Okay, da geht nicht viel Schaden. Aber hier. Doch nicht. Aber er ist frei. Hoppala. Ich hoffe, wir haben ihn jetzt nicht wütend gemacht. Hallo, was geht? Wird du dich wehtun? Ja, das habe ich gemerkt. Jetzt macht er gleich das Teil kaputt wahrscheinlich. Wir haben hier auch überhaupt keine Munition mehr. Was ist, wenn wir da ganz rüber gehen? Können wir nicht. Oh nein, der macht es gleich kaputt.
unten. Hier ist so eine Kanone. Die könnten wir schießen. So, Tammy Katz tut auch schon auch schön auffüllen. So. Weiß ich nicht. Los, Tammy Katz, schneller! Und los! Buh, 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 los! Wir haben ihn noch gestaggert! Reiner! Der greift gleich die Barriere an. Ich kann schon fühlen. Mann! Warum muss ich krank sein, wenn Monster der Welt da ist? Egal! Los, Attacke! Und schießen! Auf die Barrikaden! Mach den kaputt! Nein! Ich glaube, er ist wütend. Es war doch nur ein paar Kanonenkugeln. Jetzt heul nicht rum, du Weichei. Ja? Immer meckern. Immer das gleiche mit den Drachenältesten. Ich bin zu alt, mein Rücken tut weh. Ich bin ein Drachenältester. Mi, mi, mi. Ja, wir wissen schon Bescheid. Jetzt ist zu deinem Job. Und stirb. Nein, nicht sterben. Ich sterbe. Du musst dich erfangen. Oh oh. Ich schieße jetzt auch gleich, weil er ist wahrscheinlich weg. Ui. Okay, nächste Phase. Oh. Der Sora Magdaros ist durchgebrochen. Jäger nutzt die Mernos und geht dann in die Aufsteigenphase. Mernos. Okay. Sind es Mernos? Jäger zur Flugstation. Verstanden, entere die Mistkerl jetzt. Flugstation. Ach, die Viecher, oh. Du schaffst das. Ich will auch einen. Wo finde ich einen? Los, los. Also doch, das Teil, ey. Geht doch. Wirklich? Ach so, hä? Wir sind auf seinem Rücken, okay. Alter Mann. Erwarten weitere Befehle. Wir sind durch die Wand. Steine. Das sind seine Schwachpunkte. Yo, wir sind auf ihn drauf. Die Magma-Kerne, okay. Oh. Wo? Hier unten. Der Kerl wird gemeint. Hui. Ja! Cooler Move. Oh, okay, es ist Lava und Lava tut weh. Das war nicht schön. Ich einfach verrecke. Egal. Und. No. Fatz, fatz. Und vorsichtig. Ich will runterrennen und dabei jetzt. Treffen! No. Keine Ahnung. Dann halt so! Explodier! Das macht nicht so viel. Fatz! 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 Und. Vorsichtig, dass wir nicht an der falschen Stelle sind. Oh, das Teil explodiert komplett. Ich verstehe. Okay. Finden und zerstören. Ja, das ist gar nicht so einfach, ja? Was ist, wenn ich einfach so drauf schieße? Nicht so viel. Wer hätte es gedacht? Oh oh. Toll. Genau in dem Moment. Rollen, rollen, rollen. Und Angriff. Fatz. 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 Pow. Pow. Und super Angriff. Fatz. Und weg hier. Ja. Hohoho. Oh Mann. Jetzt aber in der Luft. Oh, verdammt, das wollte ich nicht. Frag mich, wie lang so ein doofer Kern braucht, bis er kaputt ist. Und ich muss weg. Ich lern's auch nicht. Ich bin so ein Noob. Jetzt aber. Jetzt heilen. Naja, eine simple Ration. Finden wir's. Ja, mach doch selber. Ist gar nicht so einfach. Oh ja. Geh wieder weg! Bevor er explodiert! Und schärfen. Zerstöre die Magma-Kerne. Ich krieg nicht mal einen kaputt. Spiel. Was erwartest du von mir? Als Fernkämpfer wäre das hier ganz schön chillig. Hoi! Oh. Egal. So. Oh oh. Oh! Das ist sehr schwer mit so einer Waffe. So eine langsame Waffe. So eine langsame Waffe würde ich erwischt werden. Ja! Ja, natürlich hat es ihm nicht gefallen. Was denkst du denn?
Würde dir auch nicht gefallen. Mann. Oh! Man kann Erze sammeln. Krieg ich Drachenid-Erz. Machalit? Machalit? Drachenid, ja! Genau das, was ich brauche! Ja! Ja! Sehr nice. Ist hier unten was? Ey, wo springe ich denn hin? Hier ist auf jeden Fall nicht, was ich suche. Glaube ich. Oder vielleicht doch. Hier hinten? Da ist noch mehr Erz. Oh! Vielleicht bekomme ich jetzt Drachenid-Erz. Das wäre super nice. Ich brauche noch mehr Drachenid-Erz. Vielleicht kann ich meine Waffe dann schon verbessern. Eine Waffe von mir. Zora Magdalos-Sachen. Cool. Das kriegt man hier auch. Was man hier so alles findet. Schöne Landschaft. Das ist aber eine schöne Map. Ah, okay, da kommt er nicht hin. Der kommt noch nicht vorbei. Okay, ja, mach doch selber. Ernste, irgendwas stand dran. Alles klar. So. Verdammt nochmal. So, irgendwie kann ich. Mit welcher Taste kann ich schneller hoch? Keine Ahnung. Ich kann auch einfach so schießen. Und keinen Schaden machen, okay. Ich würde sagen, das heißt, wir müssen jetzt nach oben, aber nicht von hier aus. Von. Hier war der Stein. Jetzt hier weitergehen. Vielleicht finden wir dann auch noch einen Ort, wo wir was minen können. Oh, hier bewegt sich alles. Das macht mir Angst. Bewegende Sachen sind immer schön, wo man so Sachen, wo man durchslittern kann. Durchklitschen. Hier ist ein Stein. Ist der. Ja, so halb. Huh. Oh! Es war ein Stück von ihm. Das habe ich kaputt gemacht. Ah, oh, mit der Taste. Oh. Will ich da runter? Das ist ein Erz. Das sind mehrere Erze. Die will ich. Will ich alle haben. Oh. Pow. Pow. Und. Drachenid. Ja. Ich brauche noch ein bisschen mehr Drachenid. Wäre sehr cool. Pow. Pow. Drachenid. Ja. Oh, geht. Okay. Das müsste genug sein für die Waffe, hoffe ich. Das hier ist nur eine Wand. Kann ich hier hoch? Natürlich kann ich hier hoch. Oh. Wow. Ich bin so gut. Ich hab doch gerade. Ach, hier die Taste. So, mit der gehen wir schneller hoch. So. Wo geht's denn hin? Weiter hoch? Oh nein. Lava! Yo! Jetzt wird's episch. Auf seinem Kopf. Oh! Sammeln. Das ist das, was ich am Gerst mache. Holy shit. Oh oh. Das ist ein gefährlicher Ort. Hallo! Hoffentlich explodiert es nicht. Oh oh. Ah, doch tut es. Natürlich tut es das. Er wackelt! Oh. Es ist etwas doof. Wie komme ich jetzt ran? Ich komme noch irgendwie ein bisschen dran. Oh ja, aber das ist ein bisschen doof platziert für uns. Genau deswegen. Ich kann nicht mehr weg. Oh. Sehr schön. Am Himmel? Warum? Aber ich habe es noch nicht kaputt gemacht. Ein Monster. Ein unbekanntes Monster ist auf dem Panzer des Zora Magdaros erschienen. Der Drecksack! Der Gigante, du Pisser, verpiss dich! Den kennen wir von der Demo. Oh shit, nein, bitte nicht, tu mir nicht weh. Verpiss dich. Ich mag den nicht. Jetzt haben wir keine Fernkampfwaffe. Wie soll ich ihn schaffen? Angriff! Oh. Und ihm sollte man halbwegs sicher sein. Manchmal. Ich kenne ihn ja schon. Es ist wahrscheinlich eine abgeschwächte Form, weil wir ja gerade beim Zora Magdaros drauf sind. Lass mich Ruhe. Bäh. Und Angriff. Pau. Der ist gerade vollständig drauf, glaube ich. Normalerweise ist es schneller.
Oh, hey, wir haben Freunde. Oh. Los, zurück in Position, sofort! Zielen! Feuer! Der fast uns angreift. Verdammt! Yo! Oh, der geht voll ab! Oh shit. Es ist zwar nur der Cutscene, aber schon ganz cool. Tja. Oh, wir haben es auch trotzdem geschafft. Und eine schöne Belohnung. Oh, so viel Drachenidiots. Alles wunderschön. Und Fastbob. Wow. Super. Und Fallgeräte, warum auch nicht? Oh, die Belohnung. Ach, durch den Gutschein kriegen wir mehr Geld. Oh. Das war der Zora Magdalos. Und dann der Gigante, dieser dreckige Drecksack, ja? Der Gigante. Dieser Drecksack! Ah! Oh Mann. Ich sterbe währenddessen. Mann, wir haben übrigens 2 Uhr morgens. Wer hätte es gedacht? Darum klinge ich wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, leiser. Vielleicht auch nicht. Ja, mal schauen. So. Hohoho, jetzt kommt wahrscheinlich eine Menge Storyzeug. Wenn's lädt. Falls es lädt. Oh. Okay, kommt her. Der Rat ist somit zusammengetreten. Zuerst eure Berichte. Wie sieht die Lage aus? Wir haben ihn aus den Augen verloren, seit er die große Schlucht durchbrochen hat. Aber wir haben eine Chance, wenn wir seine Fährte auf der anderen Seite wieder aufnehmen können. Du meinst, du hast eine riesige Insel aus den Augen verloren. Was das angeht, habe ich gute Nachrichten vom Feldteam. Der Zora hat tektonische Bewegungen ausgelöst, die in der großen Schlucht einen Spalt geöffnet haben. Dieser Spalt ist unsere Chance, die Bestie einzuholen. Das ist zwecklos. Wir haben im letzten Einsatz unsere Ressourcen aufgebraucht. Selbst wenn wir ihn finden können, stehen uns nicht genug Mittel zur Verfügung, etwas Vergleichbares durchzuführen. Was sollen wir dann tun, Kommandant? Wir müssen ein Schiff zur Gilde schicken. Ein Schiff? Aber bei der Lage am Himmel und auf See? Trotzdem, ohne die Gilde zu benachrichtigen, können wir nicht weitermachen. Wir sollten Ihre Entscheidung abwarten. Kapitän, kann ich auf Sie zählen? Keine Sorge, Sir. Ich habe das wilde Meer beobachtet und auf meine Chance gewartet, es wieder zu bändigen. Der Spalt in der großen Schlucht hat uns nicht nur einen Weg, sondern auch eine Gelegenheit eröffnet.
Gemeinsam werden wir alles meistern, was dahinter wartet. Und die Fährte des Zora Magdaros finden. Jäger, rückt zur großen Schlucht aus, sobald ihr bereit seid. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten. Jo! Super nice. Bah. Gesundheitsbooster. Ja! Hey, Partnerin! Gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht? Klar. Ich komme mit. Aber nicht jetzt. Erstmal schauen, was es jetzt Schönes gibt. Hallo du! Versorgungslager. Hey, Dime, es ist mit dem Fangeinsatz vorbei. Ist, solltest du vielleicht ein paar verbrauchte Objekte ersetzen? Neue Ware auf Lager. Ja, ja, zeig mal, was hast du denn? In Objektbeutel, was gibt's denn Schönes? Abprallbomben, große Fassbomben, langweilig. Langweilig, Detonation 2, oh. Die sind gar nicht mehr so langweilig für mich, die Sachen hier, weil ich jetzt auch eine Fernkampfwaffe habe. Aber nichts allzu Interessantes. Wirklich, ich kaufe einfach mal. So, ich kaufe mal so 30 Tränke hier rein. Ja, wir haben mittlerweile ein bisschen gut Geld. Okay. Jetzt gut noch meinen Objektbeutel passend machen. Oh, ist schon fast so. Dann reden wir auch mit den Leuten und danach würde ich die Folge beenden. Erstmal schauen, was hier los ist. Aber erstmal. Ach, wir haben ja unseren Honig hier drin. Und ich kann nicht dir helfen? Na klar. Ernten. Oh. Alles nehmen. Ganz viel Honig. Und große Hornfliege, okay. Verlassen. Das ist immer noch drin. Kann ich eigentlich mittlerweile. Nee. Okay. Düngen? Egal. Egal. So, wir reden mal mit dem Kollegen hier. Was ist denn los? Grüß dich. Ach, bist du hier, um mit mir zu reden? Wie schön. Ich habe eine Verdammt. Ich habe eine kleine Quest für dich. Sie heißt Königliche Umsiedlung. Ich habe Möglichkeiten erforscht, wie der uralte Baum mehr Insekten und Pilze produzieren könnte. Ah, die Königin hat sich zwischen mich und die benötigten Proben gestellt. Die Königin, also die Ratian. Komm schnell zurück. Wenn du das Problem gelöst hast, kann ich sofort weitermachen. Oh, keine Ratian. Boah, geil. Jetzt schon. Was heißt jetzt schon? Erst jetzt. Ich will mehr Ratian. Ratian ist immer geil. Ratian ist ein sehr, sehr cooles Monster. Und wir haben sogar eine Elektrowaffe und machen viel Schaden bei ihr. Also mit unserer Insektengeliefer. Super nice. Und Chef Koch, was sagst du? Mir ist interessiert, natürlich. Du sagst immer das Gleiche. Ist okay. Liefer zwei Würfeleier. Oh. Es ist eine Quest für einen Stream. Also, oder mit mehreren Leuten zusammen. Muss ja nicht unbedingt ein Stream sein. Hallo. Du hast auch neue Sachen. Ich habe neue Ware reinbekommen. Cool. Ich hoffe, du findest also bla bla bla. Neue Ware bei der. Rüstung, nur Rüstung, oder was? Ah ja. Nee. Hammer steht neu dran. Knochenknüppel ist neu. Verstehe ich nicht. Mache. Okay, vielleicht redet sie nur von Rüstung. Ach, Rüstung. Wenn man zu dem Zeitpunkt nicht eine bessere Rüstung hat, dann macht man was falsch. Na gut. Was jetzt aber erstmal wichtig ist. Hey, du Kollege. Ich habe was Schönes gefunden. Kann ich hier schon was verbessern? Nee. Oh, hier könnte ich hier eine Donnerwaffe machen, aber nein. Nicht wegen der, sondern hier haben wir was. Ah, verdammt, da fehlt noch was anderes. Gut, aber hier haben wir was. Hier war Drachenid, richtig? Drachenid. Hier unten, keine Ahnung. Wir können auch schauen. Nein. R2. Wir sehen hier. Hä? Ach so. Was verändert sich? Die Munition, die wir benutzen können, verändert sich nicht. So. Es verändert sich wirklich nichts. Ah, ist nicht so schlimm. Perforieren ist eigentlich das Wichtigste. Für uns, glaube ich. Wir können die Waffe machen. Ich mach's einfach mal. Fuck, das war die falsche Taste. Ja, und so schön ist Treunied Erz verschwenden. Ist mir egal. Fatz! Dann können wir das nächste Mal die benutzen. Ja. Für die nächste Sache, die wir machen. Hier, wie wir jetzt uns eigentlich zurück machen könnten. Und dann könnten wir hier gleich das da hier bauen, eine Donnerblitz. Und da könnten wir dann die Muni, die ist jetzt auch nicht so interessant. Oh, die Muni,
Ja, hier gibt's auch. Boah. Heftig, heftig. Ja, haben wir jetzt schon eine höhere Rarität hier. Also die Waffe ist jetzt schon eine höhere Rarität. Und hier brauchen wir nur noch. Das können wir, glaube ich, bald. Das kriegen wir, glaube ich, in dem. Da, wo wir jetzt hingehen, da können wir, glaube ich, dieses Erz hier finden. Das ist super, super nice. Hier könnten wir die machen, nicht so interessant. Frag mich. Eigentlich müsste es doch ab hier trotzdem noch weitergehen, ja? In der Entwicklung. Ach so, rechts. In der Entwicklung. Ach so, wir müssen erstmal zum High Rank da. Dann geht's rechts weiter. Ich verstehe. Jetzt weiß ich auch, was jemand anders mal gemeint hat. Das ist auch die Frage, was können wir jetzt für Rüstungen machen? Die vom Magdalos, oder? Nee. Echt nicht? Schmetterlingnetz. Schmetterlingsding. Toll. Warte. Wildbeuter, Hornigjäger, Schicksalssprung, schnelles Wegstecken, Unverwundbarkeit. Korallengestalt brauchen wir dafür. Da stehen sogar die Namen dran, ja? Große Hornfliege. Boah. Die Rüstung war ganz cool eigentlich. 22 Verteidigung. Mehr als die vom Anchanaf. Mann. Verdammt. Hier ein bisschen Metallrüstung. Ja gut, dann halt nicht. Egal, schauen wir mal kurz noch in Waffen rein. Ob wir jetzt hier mal was anderes machen können. Wie wir nur die zwei Sachen machen können. Das ist so traurig. Weil man von da aus alles verbessern kann. Aber ich hätte trotzdem gerne die Möglichkeit auch noch. Ja, es ist endlich mal was dabei. Was Neues. Ich glaub's nicht. Vielleicht in Sachen Bogen. Oder Bogengewehren. Ob da mal was anderes dabei ist. Anscheinend nicht. Das Einzige, was bisher da ist, ist Insektengelefe. Was Drittes. Oder eine dritte Waffe. Oh. Mann. Ich muss gleich mal die Folge beenden. Ich versuche das Husten irgendwie so gut wie möglich zu unterdrücken. Ah, verdammt. Schwert und Schild. Also, wird einem ja übel, wenn man hier die ganze Zeit schwarz bedacht, ey. Kriegt man ja irgendwie epileptische Anfälle oder sowas. So, haben wir jetzt noch irgendwo. Da will noch jemand reden. Da gehen wir noch kurz hin und dann würde ich sagen, dass wir dann danach die Folge beenden werden. Oh ja. Und. Oh, wir sind endlich weiter. Jetzt können wir zur großen Schlucht. Oh. Aber erstmal mit dem Kollegen reden. Hey, was willst du denn von uns? Dieses schwarze Monster. Wir sind ihm schon einmal begegnet. Ein Nergigante. Ja, dieser Drecksack in der Demo. Erscheinen und verschwinden eines Nergigantes fallen stets mit einem bestimmten Ereignis zusammen. Ganz genau, der ältesten Wanderung. Ich hatte schon so einen Verdacht, aber dieses Erscheinen beweist, dass es einen Zusammenhang gibt. Ich frage mich. Wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die an dem Zoramagdaros interessiert sind. Huh. Okay, gut. Das war's dann. Was habe ich. Warte, einen Moment. Was habe ich für Munition dabei? Nochmal zwei. Eigentlich will ich ja. Eigentlich kann ich ja. Normal 3, Perforierung 3. Kann ich die hier kaufen? Hallo? Ja, ja. Laber nicht! Normal 3 und Perforierung 3. Normal 3 nicht. Perforieren wahrscheinlich auch nicht. Nee. Nee, leider nicht. So. Wir sehen hier auch gleich, welche Waffen, welche Sachen wir auch benutzen können. Wir können sogar Gift 2 holen. Einfach mal im Inventar haben wäre, glaube ich, gar nicht mal so doof. Kostet zwar ziemlich viel, aber egal. Warum nicht? Vielleicht brauchen wir es ja mal. Ja, aber ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal die Folge des nächsten Mal schauen. Wir uns die große Schlucht an. Und ja, bis dahin. Ciao.